musst dich wie ein Mädchen benehmen. Du musst dich mehr anpassen. Du musst was Sinnvolles aus deinem Leben machen. Bereits die Friede wird. Psst. Du musst endlich erwachsen werden. Du musst. Spiel Musik von meiner Playlist. Ja, herzlich willkommen zu Tag 3 des Finchgau Cups in Larch in Südtirol. Heute zur Partie der Kölner Haie gegen die Bozen Foxes. Und ja, an meiner Seite heute eine Premiere und mal was anderes, was wir heute ausprobieren. Der Luca aus Bozen. Buonasera, buonasera a tutti. Oggi commento bilingue in tedesco e in italiano. Zweisprachig. Genau, wir machen das heute zweisprachig. Also der Luca macht's auf Italienisch, ich mach's auf Deutsch und wir gucken mal, was das wird. Ja, wir springen auch direkt in die Sache rein, denn die Teams kommen gerade aufs Eis, beziehungsweise sind schon auf dem Eis. Die Haie heute mit ein paar Änderungen im Line-Up. Zuallererst mal Gustav Wessler erhält eine Pause, Hannibal Weizmann deshalb in Tor. Das soll auch für das ganze Spiel so sein, also bekommt weiterhin Spielpraxis in der Verteidigung. Dann heute Corey Potter mit Tobias Wicklund, Morgan Ellis mit Moritz Müller, der heute wieder das C trägt. Und dann haben wir Dominik Tiffels mit Pascal Ceresin in der dritten Verteidigung. Und Madajski bekommt Alexander Sulzer, der heute sein erstes Vorbereitungsspiel bestreiten wird, an die Seite gestellt. Im Sturm haben wir, wie gestern auch, Schütz, Ginoway, Uvira. Zweite Reihe dann mit Dumont, Zalewski und Pinizzotto. In der dritten Reihe ersetzt Alexander Oblinger den verletzten Ben Hanowski, zu dem wir noch kein Status-Update haben, zusammen also Oblinger mit Pohl und Ryan Jones. Und dann haben wir im vierten Sturm Palka, der gestern ein tolles Spiel gemacht hat, zusammen mit Bindels. Und in der Mitte dann heute Hospelt statt Mick Köhler. Buonasera anche da parte mia un'altra volta, quindi l'abbiamo detto, commento bilingue. Quest'oggi, per far seguire meglio la partita sia dai tifosi collegati da Colonia sia da quelli collegati da Bolzano, dall'Alto Adige, dall'Italia in generale. Bolzano che cercherà un po' di riscattarsi dal 5-0 incassato venerdì sera contro l'Ingolstadt. Andiamo a vedere con che formazione scenderà sul ghiaccio. L'armata di coach Kai Suikkanen in porta, oggi Leland Irving che quindi prende il posto di Jake Smith, che aveva giocato le ultime due partite, l'ultima della Dolomite Cup e quella di venerdì contro l'Ingolstadt. Prima linea di difesa con Nordlund e McKenzie, la seconda con Geiger e Campbell, la quarta invece con Daniel Glira e Tobias Brighenti. Prima linea d'attacco con Dan Catenacci, Finlay e Blanden, la seconda con Marco Insa, Matti Kuparinen e Ivan De Luca, la terza con Angelo Miceli, Andrew Crescenti e Alex Petten, la quarta invece con Schweitzer, Bernard e Frank Gerada. Tredicesimo attaccante invece Massimo Carotta. Come vedete la partita è iniziata con il Bolzano che subito prova la prima incursione offensiva con Blanden che cerca Catenacci, non lo trova, attenzione al ribaltamento di fronte da parte del Colonia che prova subito a mettere pressione offensiva al Bolzano, finisce sul ghiaccio un giocatore biancorosso e c'è il primo palpe del match in favore del Bolzano. Ja, Strafe angezeigt nach diesem ersten Vorstoß der Haie, trifft allerdings auch die Haie. Felix Schütz nach gerade mal 27 Sekunden auf die Strafbank und damit dann ja, das erste Mal die Haie in Unterzahl und damit Bozen in Überzahl und da gebe ich natürlich wieder zurück, denn das wird der Luca sicherlich wird er mehr zu tun haben. Powerplay Bolzano quindi, andiamo a seguirlo insieme con Angelo Miceli che non vince il face-off e il Colonia riesce subito a liberare la zona. Team Campbell deve ripartire dalle retrovie. Marco Insa torna da Campbell. Bolzano ha dimostrato un po' di fatica nelle uscite di zona in power play, nella costruzione del gioco nel corso della partita contro l'Ingolstadt. Vediamo se si è messo a posto qualcosa. Petten che va da Insam, cerca un compagno, non lo trova.
Ancora Bolzano che non è riuscito a impostare la scatola in questa prima superiorità numerica del match. Abbastanza lenta la manovra biancorossa in questo momento. Miceli che entra nel terzo offensivo, usa la sponda per andare da Petten. Disco verso il centro, non riesce a liberare Colonia, Miceli non riesce a sua volta a liberare la conclusione. Ancora un minuto di superiorità numerica in favore del Bolzano che va al cambio delle linee. Questo primo blocco di power play non si è comportato in maniera eccellente. Vediamo questo secondo, McKenzie che va dietro da Blanden. Inter del terzo offensivo Blanden. Pack sulla blu per Nord, non potrebbe liberare la conclusione, va invece da Blanden, Blanden pensa al tiro, lo effettua, gli viene sporcato il disco, torna da McKenzie che ci prova con il rovescio, ci prova davanti alla porta anche Finlay, senza successo, c'è ancora Catenacci, prima occasione del match in favore del Bolzano, pack per McKenzie, Blanden, ancora McKenzie, la conclusione dalla distanza, deviata sotto porta, allontana Weitzman, portiere del Colonia. Disco per Finlay, la conclusione, il rebound concesso da Weitzman, non ci arriva Catenacci, ancora Bolzano in pressione mentre sta per terminare il power play, c'è ancora spazio però per Finlay sotto porta, non viene agganciato il pack, ancora disco in possesso però del Bolzano con Norton, il tiro dalla distanza deviato dal gambale di Weitzman, ancora Blanden, il disco che torna da McKenzie, un pack nel traffico, torna poi in zona neutra e si torna a giocare in situazione di 5 contro 5. Der inzwischen wieder komplett, aber Bozen ganz gut dabei in Überzahl, hatten viel Offensivzeit und Weitzman auch das eine oder andere Mal vorne Probe gestellt und die Haie müssen jetzt natürlich nach dieser frühen Unterzahl erstmal wieder ins Spiel finden. Schütz schnappt sich die Scheibe direkt wieder, will für Genoway liegen lassen. Da kommen die Italiener aber dazwischen und jetzt geht's nach vorne. Auch einmal abgelegt, hat auch nicht ganz geklappt wie auf der anderen Seite. Und die Haie wieder. Schütz auf Genoway. Genoway zurück auf Schütz! Und der verzieht leicht drüber. Wunderschöne Kombination. Und nochmal hinten rum. Madajski auf Genoway. Der lässt dann wieder liegen für Madajski. Nochmal liegen gelassen, diesmal für Uvira an die Blaue zu Sulzer. Bisschen zu weit raus. Erste Eiszeit für Alexander Sulzer in dieser Vorbereitung. Sie sagten ja schon die ganze Zeit, er ist eigentlich bei 100%, aber es zwickt noch ein bisschen, deshalb ist man vorsichtig. Jetzt Potter versucht den Pass in die Mitte auf Dumont, kommt nicht an, Puck wieder aus der Zone raus. Und nächster Aufbau, Dumont kommt nicht ganz dran, hätte da vielleicht sonst ein bisschen Platz gehabt. Sanno che adesso prova a rifarsi vedere in avanti dopo aver rischiato molto su quel tiro di Schütz alto, fortunatamente per il Bolzano, sopra la traversa. Foxes che provano adesso ad alzare il forechecking, non riescono però a gestire questo pack, riparte allora il Colonia, ma c'è un netto fuorigioco qua con Dumont che è entrato in netto anticipo nel terzo offensivo, fuorigioco, ingaggio sulla blu d'attacco dei Kölner Haie. Fabio Pfoll sul punto d'ingaggio con Matti Kuparinen che vince l'ingaggio, prova a passare qua Ivan De Luca senza riuscirci però, e allora riparte il Colonia. Robert, die Haie mit Moritz Müller, der heute wieder das C trägt auf der Brust, also weiterhin erste Tendenzen abzusehen in der Kapitänsfrage. Versucht das Spiel hier nach vorne zu bringen. Vohl jetzt in der Ecke, stellt er den Körper gegen. Harter Zweikampf. Müller dazu, jetzt Vohl mit dem Schuss. Und Oblinger da vor dem Tor, auch im Zweikampf. Jetzt ist unterbrochen, Strafe angezeigt. Halten. Geht wohl gegen Bozen und damit die Haie dann das erste Mal im Powerplay. Bei 4 Minuten 54 gespielt. Trifft es Nordlund. Und die Haie das erste Mal im Powerplay. Wieder wie bisher gehabt. Mit 4 Stürmern. Morgan Ellis dazu in der Verteidigung. Und Bulli vorne links. Genoway.
kann das nicht für sich entscheiden. Und Bozen direkt mit der ersten Befreiung. Weizmann macht die Scheibe fest, lässt liegen für Alice. Und dann geht's nach vorne. Drop Pass auf Pohl, wir kennen das Spiel. Weiter zu Ginoway, dann einmal rüber für Schütz. Und der versucht da so ein halbes Ding zwischen Schuss und Pass. Und genau so kam es dann auch raus. Halbgefährlich, wenn einer gewesen wäre. Alice für Ginoway. Wieder zurück zu Alice. Der geht jetzt ein bisschen mit rein. Da sollte natürlich hinten jemand übernehmen. Und Ginoway. Auf Schütz. Schöner Move von Felix Schütz. Schön rüber auf Pohl. Aber der wartet zu lange. Jetzt nochmal zurück für Ginoway. Wieder zu Pohl. Wieder zu Ginoway. Also das klappt ganz gut mit den Pässen da mitten durch. Aber irgendwann muss auch irgendwann jemand mal schießen. Eine Minute Powerplay ist verstrichen. Haie wechseln zum ersten Mal den Block. Madajski jetzt der Verteidiger. Ne, zwei Verteidiger sogar. Wicklund ist noch dabei, bekommt jetzt hier an der Blauen den Pass. Dreht dann einmal ein zu Madajski. Ryan Jones hinterm Tor für Zalewski, an die Blaue für Wicklund, rüber zu Madajski, direkte Abnahme und gehalten. Und dann die nächste Befreiung der Italiener. Noch 15 Sekunden Überzahl. Uvira hat da zwei Mann gegen sich, wird da gecheckt. Fährt dann zum Wechsel, während da auf der anderen Seite eventuell ein Konter läuft, aber unterbunden wird von der Abwehr. Und jetzt ist Bozen wieder komplett. Auch die Italiener überstehen ihre erste Unterzahl. Ganz gut. Hai wieder auf dem Weg nach vorne. Ceresen stellt da Palka ins Abseits. Und der Reise noch dran. Tiffels legt nochmal in die Rundung. Bindels und Palka gehen hinterher. Können die Scheibe nicht ganz behaupten. Kommt nochmal bis zu Blauen. Wieder Tiffels, legt sie rein. Bindels wird da attackiert. Und dann Bozen im Angriff. Lozano che adesso prova a farsi rivedere in avanti. C'era una posizione di fuorigioco, non viene segnalata dal linesman. Nessuno giocatore biancorosso però tocca il disco. Lozano che sopravvissuto bene alla prima superiorità numerica del Colonia. Colonia che ha cercato di stringere sempre di più la scatola. Bolzano però che non si è disunito. È chiuso molto bene. Adesso bisogna anche però farsi vedere meglio davanti, perché i biancorossi non sono riusciti a trovare il gol contro l'Ingolstadt e quindi c'è bisogno anche per il morale, per la fiducia, di trovarlo oggi. Lagna che però riesce adesso a riconquistare il pack, questi che si portano in avanti, disco deviato da Oblinger, c'è però Nordlund in copertura difensiva, sbaglia nell'uscita, attenzione qua Pohl davanti alla porta, la parata di Irving, grande occasione per il Colonia, poi McKenzie, attenzione adesso c'è un po' di spazio per il Bolzano in 3 contro 2, ripartenza biancorossa con Findlay, disco ancora da Findlay dentro per Blanden, la parata da parte di Weizmann. Non è arrivato il disco dalle parti di Blanden, buona occasione anche per i Foxes, si va a lottare adesso nell'angolo alla sinistra della porta difesa da Weizmann. Alla fine è Blanden che riesce a liberare il disco, Pack sulla blu, la conclusione dalla distanza provata da Geiger, c'era mosso davanti alla porta Finlay e anche Catenacci, non è arrivata però la deviazione e la parata di Weizmann. Buona occasione per il Bolzano, dall'altra buona occasione per il Colonia, partita aperta e godibile fino a questo momento. Ora Bolzano nella zona offensiva della pista con Tony Bernard sul punto di face-off, vince l'ingaggio Bernard, va sulla blu per Geiger, pensa al tiro, poi lo effettua, passa nel traffico, finisce però lontano dalla porta, difesa da Weizmann, poi trattenuto qua Victor Schweitzer in balaustra, senza fallo, il pack resta nel terzo d'attacco del Bolzano, per poco però perché riparte il Colonia. Robert, der Schütz hat sich da gerade schön durchgetankt zwischen zwei
Holzanern und dann versandet der Angriff aber etwas. Vielleicht mal ein paar Worte zu Bozen, die spielen nicht in der italienischen Liga, sondern in der österreichischen, oder ist ja inzwischen eine sehr gemischte Liga, der EBL, sind dort auch der aktuelle Meister, zweiter Meistertitel in den letzten 5 Jahren, also sind da absolut kompetitiv unterwegs und hatten letztes Jahr einen ziemlich guten Run, waren im Dezember noch auf dem letzten Platz, sind dann gerade so noch in die Playoffs gekommen und haben sich dann den Meistertitel geholt und haben aber auch eine noch nicht so erfolgreiche Vorbereitung gespielt. 5. Spiel ist das heute. Da stehen 4 Niederlagen und ein Sieg zu Buche. Das wird uns alle aber allerdings freuen, gegen die DEG. Hatten dann aber auch so Gegner wie Augsburg oder Ingolstadt, wo sie auch 0-3 und 0-5 verloren haben. Und machen hier ihre Sache aber ganz gut gegen die Haie, die die Offensive noch nicht so richtig ans Laufen bekommen. Und ich glaube, ich habe den Namen Weizmann schon wesentlich öfter gehört als Irving. Deshalb der junge Haie-Torwart auch wesentlich mehr im Spiel. Vielleicht ja jetzt mit Moritz Müller, dem Kapitän. Schlägt er aber über die Scheibe. Und wieder Bozen auf dem Weg nach vorne. Etwas Probleme, gut gestört von Pohl, der dann allerdings nicht drankommt. Und auf einmal sind sie wieder da, vorne drin, der Passversuch rüber auf Petan, kommt nicht an. Und dann macht Ellis da den Gegner fest, sichert die Scheibe. Und Ceresen, jetzt fast erster Mann vorne, spielt dann rüber für Oblinger, läuft dann ein. Oblinger spielt tief, Ceresen ganz tief. In der gegnerischen Zone. Und es ist so ein bisschen klein-klein. Vor allem in der neutralen Zone. Beide tun sich ein bisschen schwer, ins gegnerische Drittel zu kommen. Ball kann jetzt hinten mit Bindels, die beiden Jungen, die bei diesem Vorbereitungsturnier ihre Chance einfach mal erhalten sollen, ein bisschen zu spielen. Wird ja nicht unbedingt fest eingeplant für die Saison, aber geben hier eine gute Visitenkarte ab. Icing gegen Bozen jetzt. Und Entschuldigung. Da schnauft der eine oder andere schon. Das ist immer so ein bisschen unfair. Du verstehst alles, was ich sage. Ja. Ich verstehe kein Wort. Aber so ist das hier in Südtirol. Das ist so ganz normaler Usus. Wenn da irgendjemand nur Italienisch mit dir spricht und du dann sagst, ich verstehe nichts, dann antwortet er das nächste Mal auf Deutsch. Ja. Guardano che ha avuto un'ottima occasione poco fa con Miceli, che non è però riuscito a far passare il pack per Petten. Poteva essere buona occasione per il gol di vantaggio. Attenzione qua, sciocchezza di Irving dietro la porta, ci regala il disco a un giocatore del Colonia che fortunatamente non ne approfitta. Ancora però Colonia in avanti, la botta dalla distanza, disco che resta dietro la gabbia, veleggia molto lontano dalla linea pitturata davanti alla gabbia. Leland Irving, piccolo brivido per lui. Wiklund fa girare ancora il Colonia in vira. Ginoway prova a mettere il pack in mezzo, non trova nessuno, e allora Finlay. Attenzione alla ripresa del Bolzano, c'è spazio per Blanden che non viene servito. Foxis che decide di andare al cambio delle linee. Entra la quarta. Schweizer, Frank Bernard dietro Nordlund e Briganti. Attenzione al Colonia però che si è già riportato in avanti, parte da conclusione deviata, disco sopra le balauste dietro la porta di Leland Irving. Colonia che è al suo sesto test match, le sconfitte contro Krefeld, Langnau, Örebro e Rögle e poi la vittoria di ieri contro il Klagenfurt per 3-1. Robert. Zalewski jetzt am Punkt. Gewinnt das für Pinizzotto. Haie scheinen so ein bisschen besser in die Offensive zu finden, habe ich in den letzten Minuten den Eindruck. Pinizzotto da mit dem Pass auf Zalewski. Den verspringt die Scheibe ein bisschen von der Kelle. Hätte sie dann nur Richtung Tor befördern müssen. Und jetzt die Italiener wieder auf dem Weg nach vorne über links.
dann durch die Mitte, das ist so noch ein bisschen der wunde Punkt bei den Haien, die Mitte. Und dann abgefälschter Schuss und Weizmann mit einer guten Parade gegen Nordlund, der da die Kelle noch eingehalten hatte. Troppo centrale la deviazione di Nordlund per impensierire Weizmann, però buon tentativo da parte del numero 40 finlandese, colosso di 2 metri per 100 kg. Vediamo adesso che prova a farsi sentire lì davanti, ci prova con Marco Insam, se non riesce però Paul riparte. Bologna allora ancora in avanti, pack lungo la Valaussa dove arriva Müller. Glira, buon lavoro con il fisico, lascia Brighenti per via centrale per Kuparinen. Insam cerca di scambiare con l'ex capitano ed ex compagno di linea Alporin Assat. Attenzione, arriva adesso la conclusione tentata da parte di Ryan Jones. Ryan Jones alla canadese, classe 84, quinto anno a Colonia, 334 partite in National Hockey League, numeri di grande spessore per Ryan Jones. Bologna adesso ancora in avanti, ha provato Oblinger la conclusione di rovescio, difficilissima, ma stava per creare qualche grattacapo all'Eland Irving. Daniel Greer adesso lascia il pack a Geiger, mentre Bolzano completa il cambio delle linee. Vediamo se Foxes riescono a dispiegare l'azione offensiva in 5 contro 5. Bolzano si è reso pericoloso un paio di volte. Mancano, siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gioco di questa prima frazione. Pack lavorato in balaustra adesso. Torna da Petten. Sua blu, Campbell lo apre per Geiger. Geiger mette un disco nel traffico. Weizmann in due tempi, il disco ancora sulla blu, ancora per Geiger. Petten poi lo lascia sfilare. Non ci arriva però nessuno in maglia biancorossa. Prova a ripartire Colonia, sbagliando però Miceli, attenzione, salta l'avversario. Poi Petten prova a passare sulla destra, viene rimontato. E alla fine Colonia riconquista il pack, però il Boldano, attenzione, pericoloso adesso con Petten, la conclusione col pack che passa attraverso i gambali di Weizmann e poi esce. Occasione colossale per il Boldano, un passo dal vantaggio adesso Miceli, dietro per McKenzie, la botta, il disco resta lì, arriva Finlay, la conclusione fuori, clamoroso ancora Brett Finlay, Boldano un passo dalla rete del vantaggio. Che doppia occasione per i Foxes, che non sono però riusciti a trovare la rete del vantaggio, prima con Petten, poi con Finlay. Grande occasione Bolzano, attenzione adesso però Colonia che recupera un altro disco e ricomincia ad avere via. Weizmann am Puck, nachdem da hinten einiges gebrannt hat und Weizmann den KC im Spiel gehalten hat. Ginoway hinterm Tor rum, lässt den Verteidiger da nicht an die Scheibe kommen und dann hinten zwei Fehlpässe und dann geht's auf einmal in die andere Richtung, bisschen zu weit vorgelegt und dann ist er doch drin. E c'è il gol del Bolzano, quindi con Dan Catenacci alla sua seconda presenza in maglia biancorossa. Dan Catenacci trova la rete dell'1-0. Bolzano che era andato a un passo dal gol del vantaggio pochi istanti fa, l'ha trovato adesso con un contropiede portato da Blunden, con il fisico ha resistito molto molto bene, lo andiamo a rivedere adesso nel replay. Blunden si infila sulla sinistra, resiste con il fisico, il pack che resta lì, arriva Catenacci con il rovescio della stecca, pack sotto i gambali di Weizmann e poi in rete Bolzano 1 Colonia 0 quando mancano 3 minuti e 20 secondi dal termine della prima frazione. Dan Catenacci, uno di quelli che aveva giocato meglio contro Ingolstadt, e trova il gol del vantaggio dell'1-0. Attenzione perché adesso il Bolzano ancora subito si riproietta in avanti con Daniel Frank che va dietro per Tony Bernard. Ancora Bernard, Bernard per Frank che finisce sul ghiaccio, non c'è fallo secondo gli arbitri e allora riparte Colonia. Da ist er jetzt am Puck, spielt einmal hinten rum und dann erstmal warten. Ja, blödes Gegentor. Da hat Ginoway zu viel und zu lang gezockt und dann noch der Fehlpass vom zweiten Mann direkt zum Gegner und das haben sie dann vorne einfach ausgenutzt. Am Ende Weizmann da dann
ohne Chance. Sulzer jetzt hier mit leichten Problemen. Dumont blockt dann erstmal den Gegner weg, aber der Puck schon wieder im Haie-Drittel. Sulzer wartet, bis der Wechsel komplettiert ist und die Kollegen sich einlaufen. Aber da ist noch ein bisschen wenig Bewegung drin. Jetzt geht's nach vorne. Pfohl dreht nochmal ab. Wartet. Wenig Platz um die blaue Linie rum. Oblinger jetzt. Kurzer Passversuch auf Jones. Aber schon wieder Bozen dazwischen. Und direkt wieder auf dem Weg nach vorne. Moritz Müller jetzt. Der da nicht drankommt. Und der Puck ist erstmal wieder aus der Gefahrenzone raus. Nordlund kommt auch nochmal hinten rum. 1,45 noch im ersten Drittel. Haie liegen 0-1 hinten. Bozen führt 1-0. Und Bozen tut insgesamt auch ein bisschen mehr fürs Spiel. Aber die Haie kommen immer wieder dazwischen. Und dann reicht ja vielleicht mal ein Moment von Ginoway, der immer viel durchblitzen lässt, aber so ganz klappt es alles noch nicht. Ist aber auch erst sein drittes Spiel in der Vorbereitung. Und wieder Bozen über Petan, genau. Dankeschön. Der den Puck dann aber daneben setzt. Ja, 1:07 noch. Wie gesagt, leichte Vorteile bei Bozen, würde ich sagen. Boldano che sì, si è comportato bene fino a questo momento, un vantaggio capitalizzato da Incatenacci, e vediamo se i Fox riescono a portare questo vantaggio fino alla fine della prima frazione con il Colonia, che adesso prova a portarsi in avanti. Arriva una carica decisa da parte di Catenacci, Pac recuperato, Blanden, la conclusione, gran polsino di Blanden, mentre finisce sul ghiaccio anche un arbitro. Disco fermato però da Weizmann. Guardano quindi ancora in vantaggio sul Colonia. Qui intanto andiamo a rivedere la bella carica di Dan Catenacci ai danni di Kai Hospelt. Colonia 8 volte campione di Germania, le ultime due nel 94 e nel 2002. 94 primo anno di DL, squadra fondata nel 1972. Guardano invece, lo sapete che quest'anno festeggia l'85esimo anno della sua fondazione, 1933. Colonia negli ultimi due anni ai playoff è uscito ai quarti di finale. Due risultati decenti, le due finali perse nel 2013 e nel 2014. Dagli highlight però anche una vittoria della Spengler Cup nel 1999-2000. Attenzione adesso a Catenacci che si gira, mette il puck in profondità. Boldano alza il forechecking, stiamo entrando negli ultimi 30 secondi di gioco con il Colonia che imposta dalle retrovie, puck sulla sinistra. Attenzione a Pinizzotto che prova a passare, viene fermato però da McKenzie. Blanden allora, Boldano che allarga il gioco, Nordlund cerca Catenacci, non arriva sul puck, c'è forse tempo per un'ultima azione, ultimi 9 secondi. Daniel Frank però mette il puck in profondità, alza la pressione ma non riesce a recuperare il disco. Termina quindi il primo tempo con il Boldano avanti per 1-0, il gol segnato da Dan Catenacci. Un buon Boldano, comunque poche penalità nel primo tempo, soltanto una per parte. Sentiamo aus der Sicht der Kölner Haie. Ja, wie gesagt, Haie liegen 0-1 zurück. Treffer durch Catenacci in der 17. Minute. Schöne Kombination. Allerdings auch vorangegangen ein Fehler von Ginoway in der Rückwärtsbewegung, in der eigentlichen Vorwärtsbewegung. Ansonsten sind die Haie noch nicht so richtig drin im Spiel. Bozen hat ein bisschen mehr davon. Man hört es, der Kollege sagt unheimlich oft Weizmann. Und der ist sicherlich ein Grund dafür, dass es nur 0-1 steht. Denn das hätte ja auch schon anders lauten können. Von daher hinten auf jeden Fall eine Auswechslung, die keinen großen Unterschied verlauten lässt. Und vorne müssen die Jungs mal ans Laufen kommen. Und ich denke, dann sind wir in 15 Minuten wieder da mit dem zweiten Drittel. A tra poco.
musst dich wie ein Mädchen benehmen. Du musst dich mehr anpassen. Du musst was Sinnvolles aus deinem Leben machen. Bereits die Friede wird. Psst. Du musst endlich erwachsen werden. Du musst. Spiel Musik von meiner Playlist. Don't put me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head.
Du musst dich wie ein Mädchen benehmen. Du musst dich mehr anpassen. Du musst was Sinnvolles aus deinem Leben machen. Bereits die Friede wird. Du musst endlich erwachsen werden. Du musst. Spiel Musik von meiner Playlist. Don't put me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Willkommen zurück zum Finchau Cup Spiel 3 zwischen den Bozen Foxes und den Kölner Haien. Bozen führt 1-0, durchaus auch verdient für die Haien, ähnlicher Spielverlauf wie gestern im hinteren Bereich des Drittels, ein Gegentor kassiert, aber dann haben sie das Spiel ja noch drehen können. Bei mir wieder der Luca, ich bin der Robert von heimspiel.de. Und wir sind weiter hier mit unserem kleinen zweisprachigen Experiment und schauen mal, was das zweite Drittel hergibt. Come detto Robert, piccolo esperimento bilingue. Sta funzionando finora, direi, piuttosto bene. E Bolzano che è in vantaggio, come diceva Robert, per 2-0 grazie al gol di Dan Catenacci. Una partita piuttosto equilibrata fino a questo momento. Due power play per parte, entrambi non concretizzati. Poi Bolzano che nel finale di frazione si è fatto più coraggioso, si è fatto vedere con più costanza dalle parti di Weitzmann, è andato vicinissimo al gol dell'1-0, con Petain prima, con Findlay poi. Pochi secondi dopo è arrivato il contropiede di Blanden con il puck arrivato dalle parti di Dan Catenacci che con il rovescio da pochi centimetri ha beffato Weitzmann tra i gambali, regalando il vantaggio al Bolzano e così mettendo fine al digiuno bianco-rosso che durava una partita, naturalmente, da quella contro l'Erze Ingolstadt. Tutto pronto quindi per l'inizio di questa seconda frazione. Vediamo cosa ci regaleranno ancora le due squadre sul ghiaccio. C'è ancora qualcosa che non va, però, con gli arbitri che vanno a parlare con i due coach. Man muss warten noch ein bisschen. Ja, Heidespieler kamen da zwei gerade noch ein bisschen später aus der Kabine. Und ansonsten ist jetzt hier gerade, glaube ich, ein Schiedsrichter an der Bozener Bank im Gespräch. Und begibt sich jetzt zum Mittelpunkt. Also es wird wohl gleich losgehen. Kirby Genoway für die Haie nicht ganz unbeteiligt. An diesem 0-1 gewinnt jetzt hier das Bully. Wicklund auf Genoway, der über links den Angriff einleitet. Sich den Puck dann auch direkt wieder erlaufen soll von Uvira. Potter versucht es einfach mal aus der Distanz und dann ist das Ding irgendwie drin. Das muss noch ein Bozner ins eigene Tor abgefälscht haben. Denn der Schuss sah eigentlich so aus, als würde er links vorbeigehen. Ja, dann haben wir es wie gestern, diesmal sogar ein bisschen schneller noch. Den Ausgleich, das 1-1, gucken wir uns nochmal an. Pass kommt von Schütz, dann ist es Potter und dann, wer ist es? Nordlund. Nordlund mit dem Schlittschuh ins eigene Tor, sehen wir hier sicherlich auch nochmal schön, genau. Ja, ein seltenes Potter-Tor nehmen wir aber auf jeden Fall mit. Fortunatissimo qua il Bolzano, un tiro che sembrava abbastanza innocuo e sicuramente lo era, ampiamente fuori misura. È stato deviato in rete dal pattino di Marcus Nordlund, quindi l'autogol nell'hockey non esiste. Ma weiter mal in Griff Zalewski. Nochmal an die blaue. Erster Schussversuch kam von Ellis. Geht vorbei, Müller hält drin, jetzt Bozener Stürmer ohne Schläger. Trotzdem geht der Puck genau an der Stelle raus, Ellis mit Problemen. Und jetzt Zalewski hinter dem eigenen Tor. Wartet, legt dann ab für Ellis. Und wieder Zalewski auf Moritz Müller, nochmal zurück zu Ellis. Kurz reingetappt, Scheibe geht tief, Haie wechseln. Im zweiten Drittel jetzt mit dem langen Wechsel. Muss man sich manchmal sowas einfallen lassen.
Ceresen in die Mitte auf Oblinger Scheiben. Verspringt Schuss. Weizmann mit der Parade. Das war Crescenzi. Und Brutzen versucht da wieder in der Offensive an die Scheibe zu kommen. Etwas festgefahren. Jetzt da vor der Bozener Bank. Jetzt kommt der Puck raus und vielleicht eine Möglichkeit, ein bisschen Tempo zu machen. Ryan Jones über links, sucht einfach mal den Schuss. Geht vorbei, dann drin gehalten von Tiffels, aber kein Abnehmer vorne. Uff. Dann Fehlpass, Ryan Jones legt nochmal ab für Oblinger mit dem Schuss, aber Irving kann ihn dann unter sich begraben. Und die Haie kommen auf jeden Fall mit ein bisschen Wut im Bauch aus der Kabine. Haben sich hier schon mit dem Ausgleich belohnt und nach 2 Minuten 9 ist das auch nach wie vor der Spielstand. 1-1. Questa è la grande occasione, la buona occasione per Crescenzi. La conclusione però si è spenta troppo centralmente. E poi dopo l'errore di Brighenti, qua un altro tiro fermato da Leland Irving. Brighenti che aveva fatto un'ottima cosa in uscita facendo fuori un difensore. Scusate, un attaccante naturalmente del Colonia. Poi ha fatto una sciocchezza sbagliando completamente il passaggio. Nordlund adesso, lui che ha trovato lo sfortunato autogol che ha regalato il pareggio al Colonia. Adesso Bolzano che prova a ripartire con Bernard sulla sinistra per Schweitzer. Schweitzer guarda verso il centro disco a tagliare lo slot, non ci arriva nessuno. C'è ancora Marcus Nordlund, lavora sulla balaustra per Bernard, prova a passare il pack ancora dalle parti di Schweitzer, torna da Tony Bernard, difende il pack in balaustra, in 4 a contendersi questo disco. Alla fine esce sulla blu, controllato da McKenzie, che se lo trascina in neutra. Bernard cerca Frank, attenzione al Colonia che può ripartire, il pack sulla sinistra, lavorato nuovamente in balaustra. Nordlund va a chiudere con il fisico, arriva poi Daniel Frank, attenzione Schweitzer, c'è un po' di spazio, supera la rossa Schweitzer, vediamo se è ancora fiato per andare al cambio delle, per andare a farsi sentire dalle parti di Weizmann. Andiamo al cambio delle linee però. Discogliete la porta dove c'è Leland Irving. Geiger non precisissimo, disco che fortunatamente in qualche modo arriva a Campbell, sbaglia a sua volta il passaggio. Allora attenzione a Schütz, pressato da Blanden, attenzione gran disco recuperato qua da Ben Catenacci, guarda verso il centro dove c'è Findlay. Catenacci va alla conclusione, finisce fuori misura, poi Blanden va a prendere le tracce di Colby Janeway, poi Bolzano recupera nuovamente il pack con un alto passaggio sbagliato da Brighenti, la conclusione tentata da Janeway, la parata di Irving, ma Brighenti deve stare molto attento in questi passaggi orizzontali nello slot, ne sta sbagliando un po' troppi. Vediamo adesso, prova a ripartire ancora il Bolzano con Catenacci, viene anticipato di nulla Janeway, ancora il pack dentro a cercare e trovare Dumont che ha provato a tagliare lo slot senza trovare nessun compagno, ancora però Colonia in avanti, pack sulla destra, dietro la porta poi di Leland Irving, ancora Colonia che gestisce il pack, prova ad accerchiare la difesa biancorossa, disco sulla blu, Zalewski lo va a liberare, poi arriva una conclusione che rimbalza sul corpo di un giocatore in maglia grigia, poi Glira va ancora a chiudere in balaustra. Pacca sulla blu, conclusione da distanza, finisce fuori misura. Buona pressione però del Colonia. Jetzt mal mit einer guten Druckphase die Zalewski-Reihe beschäftigt. Der Gegner da lange vorne drin, kommt auch das eine oder andere Mal zum Abschluss. Aber noch ohne weiteren Torerfolg für die Haie. Nächster Versuch, Zalewski nochmal hinten rum. Ohne Augen gespielt für Müller, deshalb nochmal abgedreht. Tief dann für Oblinger, der hinterher geht, aber Irving kommt aus dem Kasten und gibt erstmal weiter zum eigenen Mann. Und wieder so ein ungenaues Zuspiel. Oblinger jetzt vorne drin, müsste da in die Mitte gucken, sucht den scharfen Pass auf Jones. Kommt nicht an, nächster Schuss von hinten. Jones ackert da gut vor dem Tor. Pohl kommt ein bisschen zu spät für die Unterstützung, jetzt hinten aufpassen. Aber Pohl ist auch schon wieder zurück. Weizmann sicher mit der Fanghand da.
knapp 6 Minuten gespielt im zweiten Drittel. 1-1. Haie haben einen guten Start erwischt. Beschäftigen die Foxes gut hinten drin. Und bekommen hier langsam vielleicht sogar ein bisschen Oberwasser. Wechseln jetzt nochmal die junge Reihe mit dem Lehrmeister in der Mitte, Kai Hospelt. Mit Bindels und Peiker. Qui viene fatto allontanare Andrew Crescenti dal punto di ingaggio. Angelo Miceli, Petten. Sbaglia il controllo del disco Petten, allora attenzione perché può ripartire il Colonia. Paita, disco verso il centro, a cercare Hospelt. Parte poi una conclusione da distanza, ferma Irving concedendo un rebound abbastanza generoso sulla stecca di un attaccante avversario. Campbell, Miceli, uscita di zona del Bolzano, Miceli allarga bene per Geiger. Geiger molto bene per via centrale per Crescenti, la conclusione, il rimando di scolesta, lì arriva Miceli, il pack che resta davanti alla gabbia di Weizmann. Che occasione per i Foxes, Miceli lamenta un fallo, va dall'arbitro, c'era stato forse un high sticking nei confronti di Angelo Miceli, le proteste del numero 26 biancorosso, non c'è nessuna penalità però fischiata dalla quaterna arbitrale, dei capi arbitri nella fattispecie. Qui buono il passaggio di Geiger per Crescenti che ci è arrivato, la conclusione, il rebound, il disco che è rimasto lì, è arrivato Miceli e qui c'era la stecca alta da parte di Paika, 2 minuti che ci stavano tutti. Attenzione adesso, ancora una conclusione tentata questa volta da Daniel Frank, poi arriva Norlund guarda verso il centro, mette il pack dietro la gabbia dove arriva Tony Bernard pressato da due, finisce col perdere il pack, partita che adesso si è accesa, riparte Potter l'autore del gol dell'1-1, c'è il fuori gioco però fischiato al Colonia. Der Haie da gerade an der Strafe vorbeigeschrammt, man hat es in der Wiederholung ganz gut gesehen, Peiker mit dem hohen Stock, aber die Schiedsrichter haben es nicht gesehen, da war viel Zug drin von Bozen Richtung Tor und ein bisschen glücklich, dass dann keiner richtig zum Rebound stand. Jetzt Bulli an der blauen Linie, der Bozener, gewinnen die Haie, schützt, dreht sich da direkt rein, spielt dann tief, Chinoway geht hinterher, kommt dann auch dran. Aber dann doch die Befreiung. Icing direkt abgewunken von den Linesmen. Wicklund verpasst es dann da. Hatte das eigentlich ganz clever lösen wollen. Und das ist jetzt eine Strafe gegen Uvira. Spiel läuft aber noch. Irving geht vom Eis und Bozen mit 6 Feldspielern. Sesto uomo in movimento, quindi penalità di ferita. Bolzano che ci prova già in power play, già in questo momento con il sesto uomo. Pack per Glira. Guarda Catenacci. Catenacci entra nel terzo attacco, brusca frenata ancora, mette un gran disco per Glira. Gioco fermo. Penalità quindi, netto lo sgambetto in questo caso ai danni di Brett Findlay e in panca Puniti ci va il numero 93, Sebastian Uvira. Secondo power play del match in favore del Bolzano. Bolzano che non è riuscito a concretizzare il primo, che era arrivato nei primissimi minuti della prima frazione. Risultato sull'1-1. Qui intanto rivediamo il netto fallo ai danni di Brett Findlay. Nulla da eccepire. Power play Bolzano allora. I Foxes che vincono il primo ingaggio. Campbell, Miceli. Ora Campbell. Campbell allarga bene per Insam! Oh, Insam torna al gol in maglia biancorossa. Marco Insam, questo è un momento importante per il Bolzano perché ha ritrovato il suo figlio prodigo Marco Insam dopo un anno in Finlandia e proprio lui con la specialità della casa, la botta al volo, va a trovare la rete del 2-1. Il numero 8 Marco Insam, lo ricordiamo, l'anno scorso un anno in Finlandia per lui al Porin Assat, una promozione tra virgolette meritatissima quella di Marco Insam, è tornato quest'anno dopo una bella esperienza nel nord Europa e si è portato dietro il capitano del Porin Assat, Matti Kuparinen, che gioca in linea con lui e qui trova il suo primo gol della sua nuova avventura in maglia biancorossa. Bolzano 2, Colonia 1. Schöne Story, Bozen hat man gesehen, Bulli gewonnen, einmal rumgespielt und dann die direkte Abnahme von Marco Insam.
wenig Chance für Hannibal Weizmann im Haie-Tor. Aber die Haie eigentlich gut dran in diesem Spiel, bis eben auf diesen Unterzahltreffer. Eher am Drücker, versuchen jetzt auch vorne wieder Irving unter Druck zu setzen. Und stören früh, checken viel vor, müssen dann natürlich nur hinten aufpassen. So wie jetzt, langer Pass, Schusschance und Weizmann mit einer erneuten Parade gegen Matti Kuparinen. Nächste Chance für Petan. Schuss, Strafe ist angezeigt. Habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Müssen wir mal aufs Replay warten. Fabio Vohl geht raus. Grande occasione per Matti Kuparinen. Qui vediamo Campbell. Disco in mezzo per Kuparinen. Adesso c'è stata, vediamo se c'è stata la parata di Weizmann oppure il disco è terminato fuori. Fuori senza parata di Weizmann. Grande occasione qua sprecata e poi è arrivato il fallo con Campbell che è stato maltrattato davanti alla gabbia. E ci sono quindi due minuti ai danni di Fabio Pfoll. Power play Bolzano ancora una volta. Brett Findlay sul punto d'ingaggio. Sul ghiaccio con lui Dan Catenacci, Mike Blanden, Marcus Nordlund e McKenzie. Findlay sul punto di face-off. Bolzano che ha già trovato la rete del 2-1 con l'uomo in più. Prova a liberare adesso subito il Colonia. Il puck che si impenna finisce in tribuna, seminando il panico. Ja, ich habe es auch im Replay nicht gesehen, wofür es am Ende die Strafe gab. Fabio Pfoll. Ja, ja. Für wen schon, aber wofür für wen? Nicht? Die Szene habe ich nicht gesehen. Er hat Campbell geschlagen. Okay, ja. Ja, deshalb Bozen jetzt wieder im Powerplay, aber das dauert jetzt schon fast länger als eben. Da war die Scheibe schon im Tor. Powerplay Bolzano, ripartiamo dalle retrovie. McKenzie, dietro per Catenacci, si allunga il disco, riesce a passare, poi allarga, sbagliando però, quindi Bolzano deve reimpostare dalla zona neutra. Nordlund usa la sponda per andare dall'alta da Finlay. Blanden, buon disco dietro per McKenzie, potrebbe pensare al tiro, invece imposta intelligentemente per Finlay che fa partire la botta, che si schianta contro Moritz Müller, che poi riesce ad andare a liberare. McKenzie, allora, ancora 1:10 con l'uomo in più per il Bolzano, che resta in pista con la stessa linea di powerplay in questo momento. McKenzie. Catenacci. Finlay allarga. Nordlund lotta sulla blu. C'è un fischio arbitrale per fuorigioco, ma abbastanza incomprensibile perché il puck, a mio modo di vedere, almeno non era assolutamente tornato in neutra. Andiamo a vedere se qua si riesce a capire. Il pattino di Nordlund era oltre la linea blu. Comunque, fuorigioco fischiato da là. Vedete qualche protesta da parte di Marcus Nordlund. Si prende con un ingaggio in neutra. Ancora 53 secondi con l'uomo in più per i Foxes. Tim Campbell dietro alla gabbia di Leland Irving. Partenza dei Foxes. Campbell dietro per Petten che va da Miceli. Miceli litiga con il puck e con il compagno, poi Brerde, un bruttissimo disco. Angelo Miceli, attenzione al Colonia in avanti, la conclusione, la parata di Finlay. Ci ha provato Alexander Oblinger. Grande errore qua da parte di Angelo Miceli, che si è intestardito andando a perdere un bruttissimo disco. Der Oblinger hatte sich da die Scheibe in Unterzahl geschnappt, dann einmal hinter Tor rum. Bauerntrickversuch, aber irgendwie macht Irving da den kurzen Pfosten zu und hält das Ding fest. Aber immerhin mal Offensivpulli bei noch 25 Sekunden Unterzahl. Aber dann kommt doch Bozen wieder vorne rein. Mit De Luca. Aber die Haie können befreien. Wieder vorne ein bisschen Druck gegen den rausgekommenen Irving. Scheibe vorne drin gehalten. Noch 4 Sekunden Unterzahl.
Vohl springt auf und ist jetzt wieder zurück auf dem Eis für die Haie. Trotzdem Bozen noch dran, wird sich dann aber festgelaufen von Michelli. Und Jones gibt rein an die blaue Schuss, nicht gut getroffen und ist Konterchance. Bozen 2 auf 1, vielleicht ein bisschen zu weit vorgelegt und dann toll abgelaufen von Lucas Dumont. Und dann schnell nach vorne, bisschen zu hart der Pass von Sulzer für Vohl. Der holt ihn sich dann aber wieder und zieht jetzt eine Strafe und dann gibt es jetzt auch mal ein Powerplay für die Haie. Gancio piuttosto evidente qua, nulla da eccepire. In panca puniti ci va Daniel Frank. Eh sì, evidente il fallo di Daniel Frank in questo caso. Guardando che aveva avuto comunque una buona occasione in ripartenza competente, però si è fatto rimontare da Dumont. Power play Kölner Haie. Daniel Frank trifft, geht auf die Bank. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich hier die Ecke da einigermaßen einsehen kann, in der es Bulli gibt. Haie wieder mit 4 Stürmern in Überzahl. Ginoway am Punkt, verliert das Bulli erstmal. Bozen dran, aber Haie gut nachgesetzt. Ginoway wieder zurück am Puck. In der rechten Ecke, Spiel zurück. Kurzer Doppelpass dann mit Schütz. Auf die andere Seite, Direktabnahme, nicht perfekt getroffen von Ginoway. Und Brutzen mit der Befreiung bis zu Hannibal Weizmann. Morgan Ellis zeigt an, langsam, lass ihn liegen, ich hole mir den. Und dann geht er. Der altbewährte Droppass war aber noch ein Schlittschuh vom Gegner dran, von Bernard. Vohl. Wieder dieser halbe Droppass auf Ginoway. Dieser Powerplay-Aufbau klappt irgendwie noch nicht so richtig. Das ist immer dasselbe, wir kennen's. Und jetzt mal drin vorne. Pfohl mit dem Passversuch abgeblockt. Spielt dann einmal scharf in die Rundung. An der Blauen wartet Ellis. Passt dann in die Mitte, kommt nicht durch. Ginoway auf der anderen Seite. Puck kommt jetzt zu Pinizzotto. Wieder zu Ginoway. An die Blaue für Ellis. Ellis mit dem Schuss abgefälscht vorm Tor. Und wenn der Pinizzotto nicht steht, springt er vielleicht sogar noch an Irving vorbei. So aber die nächste Befreiung der Foxes. 25 Sekunden noch. Ein Mann mehr, die Haie, die jetzt ins Abseits laufen, weil sie da ein bisschen schwach gewechselt haben. Gibt dann nächstes Bulli vorne. 22 Sekunden, noch einer mehr. Da hatten wir gerade nochmal den Schuss von Morgan Ellis. Den Pinizzotto dann nicht kommen sieht und reagieren kann. Zalewski jetzt. Am Bulli. Haie wieder mit 2 Verteidigern im zweiten Powerplay-Block. Wicklund muss erstmal nach hinten arbeiten und jetzt ist es. Wollen sie jetzt Icing geben, obwohl Bozen in Unterzahl ist? Verstehe ich aber auch nicht. Wahnsinn. Es muss dem Linienrichter doch dann irgendwann auch mal jemand mitteilen, dass doch Bozen in Unterzahl ist und dass kein Icing sein kann. Gibt aber Bulli vorne drin. Interessante Auslegung. Prima volta che vedo una cosa. Erstes Mal. Haie mit dem Bulli gewinnen. Wicklund spielt den rein, bekommt ihn jetzt wieder. Sucht eine Schusslinie. Abgeblockt vom Tor und dann drüber und Bozen jetzt wieder komplett. Aber Haie noch vorne drin. Nochmal der Pass rüber, bisschen in die Schlittschuhe von Madajski, der jetzt hinten fehlt. Da müssen die Haie aufpassen, denn jetzt kommt die Scheibe nach vorne. Und Zalewski mit einem guten Backcheck zwingt zumindest zum Pass. Bozen will erstmal wechseln. Vorne dann Oblinger, nicht im Abseits. Aber auch die Haie wechseln. Oblinger spielt in die Rundung. Hospelt geht nach.
Und noch die Haie dran. Hospital aus der Drehung. Aber dann ist Irving da und hält fest. Ja, nach wie vor 2-1 für Bozen. 2-1 Bolzano, 6-10 ancora da giocare dopo al termine della seconda frazione. Abbiamo visto una delle cose più assurde mai viste su una pista da hockey, probabilmente, vale a dire la quaterna abitale che fisca una liberazione vietata durante un'inferiorità numerica. In italiano, specialmente in Nord Italia, si dice storie da ciodi. Attenzione adesso al Colonia che prova ancora a rendersi pericoloso. La conclusione tentata da Tiffels, rimbalza sul corpo di Catenacci e finisce ampiamente fuori misura. Un altro ingaggio nel terzo d'attacco tedesco con 6 minuti da giocare. Blanden prova l'uscita di zona non eccezionale, poi rimedia il suo errore, si complica la vita anche Campbell, alla fine dagli una mano c'è Geiger, Bolzano che però fatica ad uscire di zona, allora Colonia che imposta Pack verso il centro, ancora Bolzano che però non riesce ad uscire, un altro errore, Catenacci che non arriva sul disco, allora Colonia in avanti. Campbell recupera il puck e Bolzano può provare a riuscire. Geiger ancora molto alto, il forechecking degli Haie. Tiffels lavora il puck bene all'altra parte, parte la conclusione deviata, il disco rimbalza in balaustra. Arriva Leland Irving a bloccare sul ghiaccio. Haie merken, glaube ich, langsam, dass wenn sie früh steuern und viel Druck machen, sie den Gegner auch zu Fehlern zwingen können. Und so kamen die Bozener einige Male nicht aus dem Drittel, obwohl sie schon kurzzeitig in Scheibenbesitz waren. Und dementsprechend die Haie weiter vorne drin, viel Zeit in der Offensive. Und Irving bekommt mehr zu tun. Genoway jetzt wieder am Punkt. Drin gehalten von Moritz Müller für Sebastian Uvira hinterm Tor. Der legt ab für Ellis, der sich da ein bisschen mit einschalten möchte, aber dran gehindert wird. Und wieder die Haie. Aggressiv dran, Gegner zu Fehler gezwungen, Scheibe erobert. Und auch hier können die Italiener sich nicht konsequent befreien, gibt wieder einen Offensivpulli für die Haie. Zumindest eine Wechselmöglichkeit für Bozen, frische Kräfte aufs Eis zu bringen. Aber die Haie wollen den Ausgleich. Und werden das jetzt wieder versuchen mit Zalewski am Punkt. Wird der Bozener Spieler, nee, doch nicht, bleiben beide. Dritter Versuch. Bulli geht an Bozen, aber Haie sofort wieder hinterher mit zwei Mann. Jetzt hinten aufpassen, Zalewski macht das gut. Bekommt dann als Belohnung auch noch die Scheibe. Mizzotto gegen zwei. Und wieder gut früh gestört. Es wird sich geholfen, so langsam formiert sich der Teamgedanke ein bisschen mehr, hat man den Eindruck. Im Gegensatz zu den ersten Testspielen. Langer Passversuch in den Rücken, fast von Pinizzotto, von Madajski. Und das ist ein Icing und damit Offensivbully für Bozen, fast genau 4 Minuten vor Ende des zweiten Drittels. Icing Lesson Number One. This is Icing. Genau, das ist Icing, so sieht das aus. Finlay sul punto di ingaggio per il Bolzano, terzo offensivo. Pack dietro alla gabbia del Colonia, Colonia che prova a ripartire.
secondo icing consecutivo però. E quindi ingaggia nel terzo offensivo bianco-rosso un'altra volta con il Colonia che non può andare naturalmente a cambiare le linee. Cambia invece il blocco difensivo, coach Kai Suikkanen, entrano Glira e Brighenti. Davanti Finlay con Schweitzer e Frank. Ha saltato un cambio in questo momento capitano Anton Bernard. Che non vediamo in questo momento in panchina, speriamo che non si sia fatto nulla di male. Qua ha provato a ripartire in velocità il Bolzano, il disco però non è arrivato dalle parti di Frank. Attenzione a Wiklund. Fisico arbitrale, c'è un infortunio, si è fatto male Brighenti, sta perdendo sangue dall'occhio e quindi c'è ancora da fare per la fisioterapista del Bolzano, ma in questo momento non vedo neanche Tony Bernard né in panchina né sul ghiaccio. Intanto rivediamo quanto è successo. Una carica in balaustra ai danni di Brighenti. Vediamo. Regolare, secondo me. Reguläres Check. Ja, würde ich auch so sehen. Hat da die ganze Zeit den Arm unten. Aber halt mit verheerenden Folgen hatte da, ich weiß, wer war es von Bozen? Wie bitte? Wer war es von Bozen? Brighenti. Ja, hat da ganz schön was abbekommen. Blutete auf jeden Fall im Gesichtsbereich und ist erstmal zur Behandlung auf die Bank. Also den hat es da ganz schön in die Bande gezimmert. Gab dann noch kurze Beratschlagung von den Schiedsrichtern, ob da eine Strafe gegeben werden sollte. Aber sie sehen es wie wir, keine Strafe. Aber natürlich gute Besserung an den Bozener Spieler. Und ja, hier mit dem nächsten Offensivbully. Scheibe springt dann aber hinten raus. Potter nimmt auf. Weiter für Oblinger, der da eben diesen Check gesetzt hatte. Und jetzt geht Jones hinterher in die Ecke. Überwande dann befreit von Bozen. Vorbeigeschlagen von Oblinger. Und eine Chance vielleicht für Nordlund mit dem Schuss. Aber Weizmann nach längerer Zeit kann mal wieder einen festhalten bzw. kann sich auszeichnen. Und hier ist der Schiedsrichter nochmal mit Oblinger im Gespräch, wenn wir hier die Wiederholung von Nordlunds Schuss sehen und Weizmanns Parade. Grande opportunità per Markus Nordlund sull'assist di Micheli, che aveva fatto un'ottima cosa. Troppo centrale però il suo tiro. Crescenzi vince il face-off. Petten prova la conclusione di prima intenzione, poi il pack viene recuperato dai giocatori in maglia grigia. Micheli, la pressione su Ellis, l'uscita, prova l'uscita di zona il Colonia, forechecking alto del Bolzano con Petten. Disco in neutra, passano i tedeschi, pack poi riconquistato da Andrew Crescenzi, l'ultimo arrivato in casa del Bolzano. E qui ci sono due minuti contro il Colonia, le proteste veementi da parte di Uvira contro il capo arbitro, e qui ci potrebbero stare un 2+2. Sì, beh, vielleicht 2+2. Ja, ich denke, er hat hart gearbeitet dran, war dann am Ende einmal zu viel, hat glaube ich auch noch ein paar Kommentare von der Bozener Bank bekommen, für die er sich dann revanchiert hat. Die Strafe geht in Ordnung. Bozen im Powerplay mit noch 2,5 Minuten im zweiten Drittel. Powerplay Bolzano allora. Ultimi 2,5 minuti, Bolzano può passare in powerplay, cercare di portarsi avanti i due. Nordlund prova a mettere il disco in mezzo, ottima giocata per Blanden che tira troppo centralmente, però questa era un'opportunità
colossale per Mike Blanden, che però non è riuscito a trovare la sua prima rete con la maglia del Bolzano. Altro face off, il terzo offensivo biancorosso. Brett Findlay non riesce a vincere l'ingaggio, viene fatto rigiocare. Fisco liberato dal Colonia, allora Dylan Irving. Ripartiamo da dietro la gabbia di Irving, Findlay, Catenacci, manca il controllo del pack, bisogna ripartire con ordine. Intanto 40 secondi di power play se ne sono già andati. McKenzie per Catenacci, subito aggredito. Findlay fa passare il pack a cercare Blanden, Blanden per Findlay, Findlay da Nordlund, Nordlund sulla blu, McKenzie, Catenacci, Bolzano in posta alla scatola. Catenacci, ora verso il centro, gran disco dietro per McKenzie, McKenzie la conclusione deviata, pack che torna da Nordlund, Findlay sta per arrivarci su un rebound interessante, ancora Findlay che si posiziona sulla blu, guarda Catenacci, c'è Nordlund che torna sulla blu, Catenacci non può servirlo perché è coperto, allora va da Findlay. Findlay cerca la linea di passaggio giusta, si copre bene in Colonia, poi dentro per Blanden la conclusione e la parata ancora di Hannibal Weitzman, ben posizionato, poco preciso però Mike Blanden. Bolzano che adesso entra sul ghiaccio con la seconda linea di power play, qui rivediamo la conclusione da parte di Blanden, la parata di Weitzman. 33 secondi ancora da giocare in questo primo tempo, secondo tempo scusatemi, naturalmente il power play per il Bolzano e un minuto al termine invece della frazione. Va a liberare il Colonia Irving per Petten, prova a ripartire il Bolzano, ultimo scampolo di superiorità numerica, vediamo se c'è spazio per un buon ingresso in zona. Insam, Campbell, vinta lui il terzo attacco, gran pack per Micheli, sì, non va la conclusione, va da Insam, allora terminato il power per il Bolzano. Micheli apre dall'altra parte per Petten che va a prendersi il pack in piena bocca. Tutto a posto però per Petten, almeno sembra, resta sul ghiaccio. Bolzano che riparte dalle retrovie, ultimi 15 secondi, andiamo a seguirli allora. Vediamo se c'è spazio per Micheli per provare a passare. Micheli apre per Glira, ultimi 7 secondi, supera la rossa, va a mettere un pack in profondità, si alza la pressione di De Luca. Micheli, disco dietro, ma suona la sirena all'Ice Forum di Laces. Risultato di Bolzano 2, Colonia 1, 1-1, il risultato di questa seconda frazione. Aveva pareggiato Potter su un autogol praticamente di Nordlund e poi poco dopo è arrivato il gol in power play di Marco Insam che ha riportato in vantaggio il Bolzano. Una seconda frazione buona comunque da parte dei Foxes, meglio anche Colonia rispetto al primo tempo, molto partita piuttosto divertente. Mentre rivediamo Tony Bernard sul ghiaccio, fortunatamente ha saltato forse un paio di cambi Anton Bernard. Adesso andiamo anche a rassicurarci delle condizioni di Tobias Brighenti. 2-1 per Bozen nach dem zweiten Drittel, die Haie mit einem guten Start in diesen Abschnitt, nach 20 Sekunden ein Schuss von Potter abgefälscht vom Verteidiger von Nordlund mit dem Schlittschuh ins eigene Tor. Ja, dann ein bisschen Unterzahl für die Haie, in einer dieser Unterzahlen fiel dann eben auch der erneute Bozener Führungstreffer durch Marco Insam, eine schnelle Kombination, das waren 9 Sekunden in diesem Powerplay gespielt, einmal Bulli gewonnen, hintenrum gespielt und dann eben Insam mit der Direktabnahme, keine Chance für Hannibal Weitzmann, der dann mit zunehmender Dauer des Drittels erstmal beschäftigungsloser wurde, weil die Haie viel besser ins Spiel fanden, vor allem nach einem eigenen Powerplay, drückten Bozen da hinten rein. Ja, haben so eine aggressive Linie gefunden, die, glaube ich, den Bozenern nicht so gut geschmeckt hat. Konnten sich da vorne viele Chancen erarbeiten, viele Pucks erobern. Und ja, am Ende nochmal Bozen mit einem Powerplay, das auch schadlos überstanden. Und ja, deshalb geht es mit 2-1 für Bozen in die Drittelpause, aber noch nichts gelaufen. Es bleiben noch 20 Minuten, um sich hier auch nochmal
mit einem guten Gefühl aus Heidesicht aus dem Turnier zu verabschieden oder eben dann aus Bozener, wenn man auf Lukas Seite ist. Und ja, ich denke, wir gehen in die Drittelpause, Viertelstunde, dann sind wir wieder da mit dem Schlussabschnitt. Adabocke. Benehmen. Du musst dich mehr anpassen. Du musst was Sinnvolles aus deinem Leben machen. Bereits die Friede wird. Du musst endlich erwachsen werden. Du musst. Spiel Musik von meiner Playlist. Don't put me, cause I'm close to the edge. Not to lose my head.
musst dich wie ein Mädchen benehmen. Du musst dich mehr anpassen. Du musst was Sinnvolles aus deinem Leben machen. Bereits die Friede wird. Du musst endlich erwachsen werden. Du musst. Spiel Musik von meiner Playlist. Ja, willkommen zurück zur Drittel Nummer 3 HC Bozen Foxes gegen die Kölner Haie heute am letzten Turniertag des Finchgau Cups und es geht natürlich auch was. Ingolstadt und die Haie mit 3 Punkten, aktuell punktgleich. Ingolstadt natürlich aufgrund der besseren Tordifferenz ein Stück weit vorne, hatten ja 5-0 gegen Bozen gewonnen. Ja, wenn Bozen heute gewinnen sollte, hätten sie auch 3 Punkte, wird dann aber wahrscheinlich aufgrund der Tordifferenz eher schwierig, noch den Turniersieg einzuheimsen. Die Haie haben natürlich noch alle Chancen mit einem Sieg oder eventuell reicht auch ein Punkt, je nachdem, wie es dann im Abendspiel Ingolstadt gegen Klagenfurt ausgeht. Was noch ganz wichtig ist, bitte, wenn das dritte Drittel vorbei ist, nicht gleich abschalten. Es gibt auf jeden Fall noch ein Penaltyschießen, einmal als kleine Einlage für die Fans und einmal auch als finalen Tiebreaker, falls zwei Teams tatsächlich in allen Tiebreakern sonst gleich auf sein sollten. Ja, ansonsten, Bozen führt 2-1. Die Haie werden sicherlich bemüht sein, das auszugleichen und selber noch in Führung zu gehen. Aber Bozen natürlich wahrscheinlich auch bemüht, den Vorsprung zu halten. Naturalmente per il Bolzano è importante vincere una partita in questo torneo, nonostante naturalmente, come diceva Robert, è difficile vincere in sé la Finch Cow Cup, visto anche il passivo della prima partita contro l'Ingolstadt. Come all'inizio del secondo tempo c'è da attendere un po', in questo caso nella fattispecie c'è da attendere gli arbitri e spero di Schiedsrichter. Ok, stimmt. Jetzt wo du sagst, eigentlich wären wir schon so weit, beide Mannschaften sind da, nur die Spielleitung. Vielleicht müssen sie noch den einen oder anderen Fehler, vielleicht haben sie noch mal das Icing erläutert in der Kabine. Und jetzt kommen auch nur die Schiedsrichter und die Linienrichter fehlen noch. Na, da. Okay. Dann kann es ja gleich losgehen. Alle Akteure auf dem Eis. Quindi tra poco si può partire. Qualche secondo di ritardo da parte della quaterna arbitrale. Però si può tornare sul ghiaccio adesso per questo terzo drittel con il Bolzano che vuole mantenere naturalmente il vantaggio se non rimpolparlo. Inizia la terza frazione tra Bolzano e Colonia. Vi ragguagliamo subito sulle condizioni di Brighenti e Tony Bernard in taglio per entrambi. Bernard sul volto, sul sopracciglio invece Brighenti, entrambi sono stati ricuciti, entrambi possono tornare tranquillamente sul ghiaccio, quindi fortunatamente nulla di grave per nessuno dei due. Nordlund adesso va a cercare Finlay viene preso in un sandwich. Alla fine ne escono i tedeschi. Fall, Catenacci non riesce a intercettare, attenzione il pack per Pinizzotto, ha provato la conclusione, deviata, alta sopra la traversa. Ja, schöne Kombination, der Haie schützt zu Fall auf Pinizzotto, der dann die Direktabnahme etwas daneben setzt. Und hier gibt es jetzt noch Diskussionsbedarf auf Bozener Seite mit dem Schiedsrichter. Credo che il Bolzano chiedesse una stecca alta. Potenza fare pure eine Hike Stick. Ah. Aber
Ball vorne drin. Zaleski verliert das Bulli. Campbell spielt hinten rum für Geiger. Bozen spielt die Scheibe weg. Eising abgewunken von den Schiedsrichtern. Und Morgan Ellis. Jetzt mal mit ein bisschen offensiv dran. Versucht den Pass rechts raus. Kommt da nicht durch. Gut abgefangen von einem verteidigenden Spieler. Und Moritz Müller nochmal hinten rum. Pass zu Dumont. Schnell weiter auf Zalewski. Wieder zurück zu Dumont. Der tankt sich da schön gegen zwei durch. Hat den Puck noch. Spielt ihn scharf in den Torraum. Einmal an Torwart vorbei. Tiffels läuft jetzt mit ein. Pinizzotto lässt einfach nur durch für Moritz Müller. Und der geht jetzt mit in die Offensive. Hat da die Scheibe kurz auf der Rückhand. Bekommt dann den Schuss aber nicht weg. Und die Haie machen direkt weiter Druck. Pinizzotto geht ins Dritte. Lässt Campbell aussteigen. Bekommt dann Unterstützung von Ginoway, der da ackern muss. Und die Scheibe aber behaupten kann. Spielt sie hinter das Tor für Pinizzotto, kommt nicht ganz an. Und dann ist der Puck erstmal aus der Offensivzone raus. Ceresen eilt zurück. Spielt hinter dem Tor rum für Tiffels. Und dann direkt wieder schnell nach vorne. Nett abgelegt von Ginoway für Oblinger, der gerade aufs Eis kam, aber dann an der blauen Linie wegrutscht. Und Bozen mit dem nächsten versucht, die Scheibe nach vorne zu bringen. Bleiben wieder an den Haien hängen. Ceresen spielt tief, hoher Stock jetzt von der Nummer 18, der Bozener, von Anton Bernard. Das heißt, es gibt einen Offensivpulli für die Haie, die ihr Heil auf jeden Fall in der Offensive suchen. Was anderes bleibt ihnen bei einem Rückstand natürlich auch nicht übrig. Ingaggio intanto l'attacco per il Colonia. Ci avete chiesto sulla chat di YouTube se Carozza gioca. È in panchina, in questo momento però sta facendo da tredicesimo attaccante, non ha ancora fatto un cambio in questo match. Bernard dietro alla gabbia, Glira allarga per McKenzie, per 10 centrali per Bernard che supera la rossa, anche la blu allarga per Frank, ma c'è il fuorigioco fischiato dall'Iceman. Non d'accordissimo Tony Bernard, nemmeno Daniel Frank. Andiamo a rivedere. Sì, fuori gioco in questo caso c'era. Ho visto bene qua l'Iceman. Nordlund per Campbell. Usa la sponda per andare dall'altra parte, cercare Catenacci. Attenzione qua Nordlund, buca malamente il disco. Ripartenza del Colonia, il disco in mezzo, Campbell con il corpo su Vira, grande copertura, non è finita però con il Colonia ancora in avanti. Sulzer carica lo slapshot fuori misura, poi prova ad arrivarci Catenacci che alleggerisce in zona neutra. Grande e fondamentale chiusura da parte di Tim Campbell con il corpo su Uvira che aveva provato il passaggio in mezzo. Attenzione però ancora il Colonia, disco ancora a cercare qualcuno nello slot. Puck dietro la gabbia, ancora Uvira prova ad accentrarsi, si dimentica però del disco. Allora riparte Bolzano con Blander sulla sinistra per Catenacci, ancora da Blander, dall'altra c'è Glira, cercato, trovato Daniel Glira! Contropiede magistrale del Bolzano che trova la rete del 3-1. Gran disco di Catenacci per Blander. Blander si inserisce nello spazio, arriva di morchio Daniel Glira che riesce a trovare la rete del 3-1. Andiamo a rivederlo questa grande azione del Bolzano. Catenacci dentro per Blander, Blander per Glira davanti a Weizmann, lo beffa sotto il braccio e il Bolzano centra la rete del 3-1 con Daniel Glira. Una bella soddisfazione anche per lui. 3-1 für Bozen. Die Haie zuvor mit einer Riesenchance vorne, Pfohl mit Uvira, der dann nochmal den Pass versucht, zurück zu Pfohl versucht, was nicht gelingt. Da hätte er vielleicht besser selber abgeschlossen. Und dann kurz später Bozen mit dem Gegenzug und Daniel Glira dann der Verteidiger mitgezogen und hatte da viel Platz und Zeit, um sich Weizmann auszugucken. Und hat ihm dann keine Chance gelassen. Macht es nicht leichter für die Haie.
die aber ansonsten bisher am Drücker sind in diesem Drittel. Deshalb auch ganz besonders bitter dieser Treffer. Gibt schon wieder nach einem Icing-Offensiv-Bulli. Zalewski verliert das, holt sich den Puck dann aber in der Bande wieder. Oh, Bozen ist dazwischen. Zalewski gefällt mir heute sehr gut im Backchecking, hat die Scheibe schon wieder miterobert. Dumont geht dann vor, Pinizzotto dazu, Ellis hält drin. Und dann holpert der Puck vor Irving, der ihn festmacht. Und beide Teams wechseln. Ja, jetzt wieder mit. Wenn wir gerade gucken, das sieht mir ein bisschen umgestellt aus. Genoway Jones und Oblinger, das ist auf jeden Fall nicht die Genoway-Reihe, wie sie vorher war. Also Peter Dreiseitel rotiert da ein bisschen. Eventuell gehen Palka und Bindels ganz raus. Umstellung auf drei rein. Müssen wir mal abwarten. Partenza del Bolzano, attenzione con Crescenzi. Cercato in mezzo a Micheli senza trovarlo, allora attenzione ancora dall'altra parte il Colonia, pack messo sui gambali di Irving, arriva per primo sul disco Crescenzi, poi il pack sbuca dalle parti di Glira. Vediamo se c'è spazio per la ripartenza veloce da parte dei Foxes. Micheli, disco in profondità per andare a completare il cambio delle linee. Quando mancano ancora 14 minuti e 43 secondi al termine del terzo dritter, il Bolzano avanti per 3-1 grazie al gol in apertura di questa terza frazione di Daniel Glira. Adesso Campbell per Nordlund. Nordlund litiga con una stecca che è rimasta sul ghiaccio e poi Irving ci mette una pezza sul tentativo da parte di Dani Bindels. Il Bolzano prova a ribaltare l'azione di gioco, il pack però riconquistato dal Colonia. Altro disco messo sui gambali di Irving. Nordlund poco fa stava per combinarla grossa. Campbell, incursione offensiva di Tim Campbell, entra il terzo attacco, pack dietro a cercare Tony Bernard, non aggancia e due minuti per colpo di bastone contro il Polonia, qua rivediamo, incredibile. Wir sehen ja gerade nochmal die Chance von Hospelt, der da diesen Puckverlust nach auf dem Eis liegenden Schläger zu nutzen versucht, hat nicht funktioniert. Und jetzt sitzt bei den Haien auch Hospelt auf der Strafbank wegen Stockschlags und Bozen im Powerplay. Und ja, ich habe gerade noch drüber sinniert, ob die 4-3 jetzt weniger Eiszeit bekommt und dann war sie wieder auf dem Eis. Also das ist nicht der Fall. Ich behalte das mit den Reihen mal im Auge, aber jetzt Powerplay Bozen. Findlay non riesce a vincere il face-off, riesce invece a liberare il Colonia. Bisogna ripartire da Irving, che va da Nordlund. E poi McKenzie. Bolzano ha questa grande opportunità in superiorità numerica per cercare di chiudere i giochi. Funzionato bene un power play su tre finora per il Bolzano, questo è il quarto. Grande giocata di Catenacci che poi allarga, attenzione a Finlay, disco dentro, pack davanti alla gabbia, non ci arriva Blanden a ribadire in rete, grande occasione per Blanden. Poi il Colonia libera la zona, porta anche alta la pressione, disco in possesso poi ancora del Bolzano con Nordlund. Va dietro da Catenacci che aveva fatto una grande giocata poco fa, davvero una grande giocata a liberare il compagno McKenzie. Foxes che vanno al cambio delle linee, ancora 50 secondi con l'uomo in più. Campbell va dietro da Micheli,
Cheli sfonda per via centrale, allarga per Petten davanti alla gabbia, litiga un po' con il disco Weizmann, riesce a bloccare sul ghiaccio. Grande opportunità qua per Alex Petten, che però non è riuscito, rivediamo, questa è ancora l'occasione precedente, invece il pack dentro di Finlay per Blanden, che non è riuscito a ribadire in rete. Qua invece Micheli, ottimo lavoro, allargato per Petten e gli è mancato proprio questo tocco ad Alex Petten. Provato a portarsi il pack sul rovescio, non c'è riuscito, però il disco è rimasto sul dritto e per Weizmann è stato piuttosto semplice bloccare sul ghiaccio. Zerrissen jetzt auch noch auf der Strafbank, doppelte Überzahl Bozen für zumindest noch 35 Sekunden. Schöner Block von Ryan Jones, aber Bozen noch an der Scheibe, Campbell einmal rüber, dann der Schuss, Weizmann hat ihn unter sich und dann sind es nur noch 23 Sekunden Unterzahl, aber jetzt werden hier erstmal Visitenkarten ausgetauscht. Moritz Müller ist da mittendrin, Morgan Ellis, Ryan Jones kommt jetzt noch dazu. Ja, so ein richtiger Kampf will es dann aber nicht werden. Una bella fagiolata, chiamiamo così, con Ellis che ha provato a fare giustizia sul proprio portiere. Rivediamo qua Campbell, Petten ha bloccato Weizmann. De Luca non aveva fatto neanche niente di particolare e ci sono 2 minuti ancora contro il Colonia, quindi 3 uomini in panca puniti. Ah no, ci va anche in questo caso Ivan De Luca, una penalità per parte. Ci resta a giocare in 5 contro 3, comunque doppia superiorità numerica per il Bolzano per ancora 23 secondi. Jetzt wandert auch noch Potter auf die Strafbank als Resultat dieser Auseinandersetzung. Nicht Corey Potter, Morgan Ellis. Und ja, das wird dann dünn mit 2 Verteidigern auf der Strafbank in Unterzahl. Schwierig, wobei wir sind heute zu 8. Da könnte das gehen. Aber weiterhin doppelte Überzahl Bozen. McKenty da Nordlund. Doppia superiorità numerica Bolzano, il disco gira, McKenty la botta dalla distanza, il rebound, il disco che resta lì. Ci hanno provato Catenacci e ci ha provato anche Finlay. In qualche modo Weizmann si è salvato. Bolzano che avrà ancora a disposizione 10 secondi con l'uomo in più. Rivediamo quanto è successo. La botta dalla distanza di McKenty, il disco che è rimbalzato davanti alla porta, Finlay che è arrivato, il pacchetto che è rimasto sotto il gambale di Weizmann. Catenacci va a riprendersi una stecca adesso. Disteso sul ghiaccio, Weizmann è riuscito a fermare il gol del 4, possibile 4-1 del Bolzano. Face-off vinto. 2 minuti per ostruzione contro il Bolzano adesso. Mike Blanden in panca puniti, che si giocherà quindi a breve in 4 contro 4. Fioccano le penalità, non ci sta Mike Blanden. Vediamo però quanto è successo. Abbastanza fiscale, diciamo, ma fischiabile. E quindi ancora piccolo scampolo di power play in 4 contro 3 per il Bolzano. Il Platz ist auf dem Eis, auch Bozen mit einer Strafzeit. Mike Blanden wegen Behinderung direkt nach dem Bulli hatte da den Gegner gesperrt, aber trotzdem noch Bozen, einer mehr. Beziehungsweise, nee, stimmt überhaupt nicht. Das ist 4 gegen 4 jetzt aktuell und das wird auch eine Weile so bleiben. Potter für die Haie, für Wicklund. Und dann, ja, Scheibe nicht ganz unter Kontrolle, Schütz geht schon rein. Abseits, AIC. Immer da kreuzen so ein bisschen auch die Laufwege. Da wollte Schütz dann ausweichen und stand dann aber schon in der Offensivzone. Jetzt mit Pohl, Uvira, Tiffels und Moritz Müller. Wurde erstmal für Bozen. Uvira geht dann hinterher, aber Bozen mit Campbell
dem schnellen Aufbauversuch, bleibt da hängen an Moritz Müller und der macht das jetzt auf der anderen Seite. Hat ein bisschen Platz, schöner Pass auf die andere Seite, obwohl dem verspringt die Scheibe. Muss dann aufpassen, da kommen zwei Butzen auf ihn zu. Da kommt die Scheibe jetzt von Tiffels wieder. Fabio Pfohl hinterm Tor einmal rum, sucht eine Anspielstation, Doppelpass mit dem Außengestänge. Pfohl auf Tiffels. Der findet keinen, spielt dann ein bisschen aus Verlegenheit in die Rundung. Da ist keiner. Uvira und Müller erarbeiten sich dann den Puck, aber dann ist er doch weg. Pfohl hilft hinten aus und dann Strafe gegen die Haie. Irving verlässt das Eis und Bozen wieder. Ja, jetzt die Haie erstmal komplett, lustigerweise. Aber Bozen mit 6 Feldspielern und dann starker Einsatz von Zalewski. Tor ist leer, Rumlinger spielt den noch ein. Das ist natürlich kein Treffer, der zählt. Und Moritz Müller, 2 Minuten wegen Harkins. Viele Strafen jetzt, vor allem auf freie Seite. Und so macht man sich das natürlich nicht leichter. Ist auch so ein bisschen in der Vorbereitung das, was sich durchzieht, dass die Haie sich das Leben selber schwer machen mit viel zu vielen Strafen. Und jetzt eben wieder in Unterzahl agieren. 4 gegen 4, 4 contro 4 in questo momento. Per 27 Sekunden, okay. Für 27 Sekunden, ja. Zu viele Strafen vielleicht. Also ich habe die Uhr auch nicht komplett im Blick, da muss man sich hier immer so ein bisschen bücken und den Hals verbiegen. Also 4 gegen 4 noch ein bisschen. 4 gegen 4, poi ci sarà il Powerplay Bolzano tra 15 Sekunden. Bolzano che subito prova a prendere possesso della zona offensiva. Con il Colonia che prova adesso ad allontanare il pack, ci riesce, anzi si porta in avanti la squadra tedesca. Bolzano adesso in full strength, pari in 5 uomini sul ghiaccio, resta in 4 naturalmente Colonia e comincia questo power play di 1 minuto e 20 secondi per i Foxes. Mancano 9 minuti e 45 al termine del terzo dritto, il Bolzano avanti per 3-1. McKenzie, pack per Petten. Petten prova a entrare da solo contro 3, gran giro disco a parte del Bolzano. Campbell, che parata di Weitzman, ancora però Bolzano in avanti. Campbell che è andato vicinissimo al gol, mette un gran disco per Petten. Petten prova ancora a metterlo verso il centro, non ci riesce. C'è Miceli che va sulla blu da Campbell. Campbell pensa al tiro, va ancora Miceli. Miceli si accenta, disco per Petten. Alex Petten, Bolzano 4 Colonia 1. Che gran giro disco da parte del Bolzano in questo power play. Andati vicinissimi al gol con Campbell. Quella grande parata di Weitzman e poi è arrivato il gol di Alex Petten. Gran giro disco in questo caso. Miceli, Petten e Pack alle spalle di Weitzman. Quick release da parte, ottima quick release da parte di Alex Petten. E la rete del 4-1 che chiude virtualmente i giochi. Naturalmente nell'hockey tutto può succedere. Mancano 9 minuti e 14 secondi, il Bolzano avanti per 4-1 sul Colonia. Ja, und am Ende waren es dann wohl die eine Strafzeit zu viel. 4-1 für Bozen, 9 Minuten noch zu spielen. Das fühlt sich schon ein bisschen nach Entscheidung an. Guter Schuss von Petan, gut gearbeitet vor dem Tor von Crescenzi, der da Weizmann die Sicht versperrte. Und Bozen wieder auf dem Weg nach vorne. Will da eventuell noch mehr. Haie aber dran. Pohl holt sich die Scheibe hinter dem eigenen Tor ab in der neutralen Zone. Dann Uvira, der da weggesperrt wird vorne. Schütz wartet dann der Pass. Einmal kurz abgefälscht. Und dann macht Irving aber zu. Ja, wenn bei den Haien noch was Richtung Sieg gehen sollte, muss natürlich das nächste Tor schnell her. Die Zalewski-Reihe auf dem Eis. Und langsam ist das ja sogar in Richtung Torverhältnis wieder fast eine Möglichkeit für Bozen, wenn das so bleibt oder noch höher wird, Richtung Turniersieg vielleicht sogar zu schielen. Jetzt erstmal die Haie mit Pinizzotto in die Mitte zwischen beiden Spielern durch. Dann wird hier viel gefallen. Madajski sichert hinten, spielt dann hart wieder rein. Pinizzotto geht
aber der Linesmann zeigt dann abseits doch noch an, deshalb bremst Pinizzotto wieder ab. Und die Haie müssen erstmal wieder von hinten kommen. 8 Minuten noch im Schlussabschnitt. Chinaway links rüber auf Ryan Jones. Der spielt tief für Oblinger, der definitiv den Spot von Kohl übernommen hat in der ersten Reihe. Von Schütz. Jetzt Oblinger mit dem Schuss. Scheibe noch frei, viel Gewühl. Natürlich ist Ryan Jones da mittendrin und dann ist das Tor aus der Verankerung. Alle Feldspieler bis auf Moritz Müller in direkter Umgebung des Torraums. Und dazwischen auch noch irgendwo Leland Irving. Scheibe kommt. Ja, man sieht es nicht mehr. Ist da gleich rechts nochmal kurz frei. Ja, und dann ist das Tor eben aus der Verankerung. Haie gewechselt, bringen auch nochmal die vierte Reihe. Palka, Bindels, Hospelt sollen auch solche Situationen mal erlebt haben. Bulling Wind für die Haie, Bindels spielt in die Ecke, Hospelt geht hinterher. Hat dann aber zwei weiße Trikots um sich rum. Wir machen weiter Druck, Palka mit Hospelt, immer zwei vor. Puck geht raus bis zur Blauen, direkt aufgenommen von Moritz Müller, schnell wieder reingespielt. Palka ist hier dann ein bisschen versprungen. Hospelt setzt nochmal nach, schön an die Blaue. Moritz Müller hat da ein bisschen Platz. Nimmt sich dann im Moment Hospelt auf Ellis, das war gefährlich gespielt. Das hätte auch den Konter geben können. Aber die Haie machen Druck bei 5 gegen 5. Ellis rüber auf die Rückhand von Bindels, der versucht den Schuss in die Mitte. Zu hart, geht aus dem Drittel raus. Moritz Müller nimmt auf, will es wieder schnell machen, aber die Stürmer fahren zum Wechsel. Ellis derweil bringt sie weg, zieht zumindest nochmal eine Strafe. Powerplay Haie. 2 Minuten contro il Bolzano, risultato Schweizer. Abbastanza evidente in questo caso, ha lasciato la stecca indietro, impedendo il naturale movimento al giocatore del Colonia. E quindi il risultato sul 4-1 per il Bolzano, 6:38 ancora da giocare nel terzo drittel, ma power play Kölner Haie. Ja, die Haie mit Überzahl schicken wieder Ginoway, Schütz, Pinizzotto, Fohl und als alleinigen Verteidiger Morgan Ellis. Ginoway heute am Punkt nicht ganz so gut. Muss dann eben wieder in den Bandenkampf, verliert den und die Scheibe ist erstmal weg. Weizmann stoppt für Ellis. Der Sammel geht dann natürlich wieder vor, wird jetzt gleich den Droppass versuchen. Auf Ginoway, rüber auf Pohl, der ist jetzt im Drittel. Hat zwei Mann gegen sich, Strafe jetzt angezeigt gegen Bozen. Schuss knapp drüber, drin gehalten und als sechster Stürmer kommt jetzt Uvira, weil Weizmann raus ist. Ginoway mit dem Schuss, Bozen nicht entscheidend dran, Uvira nochmal mit einem Schuss. Und jetzt ist Bozen dran und jetzt stoppt die Uhr und da gucke ich mal, 1 Minute 14, doppelte Überzahl. Gucken wir mal, das war die Szene, genau, das müsste dieser Stockschlag gewesen sein, der anging spät hoch. Aber Pohl hatte sich dann noch einen Moment lang die Hand gehalten. Ich glaube, das war dann am Ende das, was den Ausschlag gab. Weiter Powerplay für die Haie. Und jetzt, wie gesagt, doppelt. Denn Tim Campbell sitzt auf der Bank. Mit dem Bulli gewinnen, sind schon in der Aufstellung. Ginoway sucht eine Anspielstation. Kohl ist hinterm Tor auf jeden Fall frei. Dann der Pass vor Tor. Ryan Jones zweimal mit der Chance. Aber Irving nicht zu überwinden. Dann kleine Kabelei und dann geht der Arm hoch. Beziehungsweise bei beiden Schiedsrichtern geht der Arm hoch. Und jetzt werden sie sich erstmal absprechen, ob sie beide auch das Gleiche gesehen haben.
Jones wird aber sofort bedeutet, dass er rausgehen darf. 2 minuti abbastanza chiari per Jones, che è andato a maltrattare Tony Bernard senza troppi motivi davanti alla gabbia. Qua vediamo, Irving aveva già bloccato il pack, poi Jones, vediamo se riusciamo a rivederlo. Irving ha bloccato il pack, Bernard si mette davanti, qua non si vede, man sieht nicht. Aber ja, der Schlag Jones kam später, aber er wurde halt auch irgendwie von 2 Leuten angegangen, hat sich dann halt ein bisschen gewehrt und das ist dann das, was die Schiedsrichter bestrafen. Immer noch Powerplay trotzdem für die Haie, zumindest noch für 57 Sekunden, dann ein bisschen 4 gegen 4, aber vielleicht wandert ja auch nochmal irgendjemand auf die Strafbank. Pulli erstmal hinten drin, gewinnt Bozen. Kann dann natürlich entspannt weit nach vorne spielen. Kein Icing in Unterzahl, zumindest diesmal nicht. Und Alice mit dem Drop-Pass auf Schütz diesmal. Langer Pass auf die andere Seite für Pohl. 4 gegen 3, das Ganze jetzt auch in Überzahl. Etwas ungewohnt für die Spieler. Wicklund sieht eine Schussbahn, aber Schütz kann Irving dann nicht entscheidend in der Sicht einschränken. Und der Bozener Torwart packt beherzt zu. Da sieht man, Schütz hat noch versucht, irgendwie mit dem Schläger abzufälschen. Hat aber nicht geklappt. Bozen jetzt mit dem Bulli-Gewinn und der harten Befreiung. Wir müssen wieder neu aufbauen. Noch 15 Sekunden Überzahl. Alice auf einmal frei durch. Morgen Alice. Und dann dreht er ab, ohne zu schießen. Strafe angezeigt. Ja, da hat er den Schuss wahrscheinlich gar nicht losbekommen, weil er da gehakt wurde. Sehen wir uns nochmal an. Da sieht er auf einmal die Lücke, will da durch. Und dann ja, geht da nochmal der Schläger raus von der Nummer 3, von Paul Geiger. Dormita difensiva qua da parte del Bolzano, che ha permesso troppo facilmente ad Ellis di infilarsi tra le maglie biancorosse. Lo rivediamo anche da qua, leggera ma c'è. 3 Sekunden jetzt, das sehe ich auf der Uhr gar nicht mehr, da werden immer nur 2 Strafen angezeigt, obwohl jetzt schon 3 Bozen da draußen sitzen. Da schauen wir mal auf dem Eis, was jetzt überhaupt passiert. 4 gegen 3. Und in 3 Sekunden würde dann theoretisch Vicenzi zurückkommen. Würde aber wahrscheinlich nicht, weil dann eben die 3. Strafe anfängt zu laufen. Und dann haben wir nämlich noch 49 Sekunden. Powerplay für die Haie. Zalewski mit dem Bulli-Gewinn. Wicklund hat den Puck direkt. Spielt rüber zu Pohl. Pohl auf Wicklund. Wieder zurück zu Pohl. Täuscht erst den Schuss an. Dann rüber. Dann Wicklund trifft den Puck nicht richtig. Und dann Befreiung von Bozen. Schneller Pass von Weizmann nach vorne auf Zalewski, weitergeleitet zu Pohl. Einmal quer durch, abgefälscht, deshalb muss Pinizotto da erst noch nachfassen. An die Blaue für Wicklund. Rüber zu Pohl. Mit dem Schuss links vorbei. Und der Puck, weiß ich gar nicht, wo der jetzt hängen geblieben ist. Ist auf jeden Fall nicht mehr im Spielfeld. Und jetzt kann man nochmal auf die Uhr gucken. In 5 Sekunden kommt Tim Campbell zurück für Bozen und 17 Sekunden später kommt Ryan Jones zurück. Und dann läuft ja immer noch die Strafzeit gegen Paul Geiger, die aber aktuell nicht auf der Uhr ist. 17 Sekunden, 4 gegen 4. Ja. Und dann Powerplay. Und da sind aber auch die Schiedsrichter gerade am Sprechertisch. Die wollen diese Strafzeit da auch sehen.
Da stand halt davor noch die gegen Schweizer, wenn ich es nicht. Nee, gegen Campbell. Und das hat dann halt nicht umgeschaltet. Deshalb das Spiel ist etwas länger unterbrochen. Jetzt kommt's. Jetzt muss natürlich erst die Zeit wieder so weit runterlaufen, wie es richtig ist. Ja, aber viel los in diesem letzten Drittel, vor allem auf den Strafbänken beider Teams. Und das hat die Haie erstmal gekostet. Jetzt könnten sie davon vielleicht profitieren. Ja, jetzt haben wir es sortiert. Eine Minute Powerplay, dann können beide Teams wieder einen auf dem Eis haben. Theoretisch. Kurzen mit dem Bulli gewinnen und der Befreiung. Jetzt wieder zu viert die Foxes. Also 4 gegen 4. Ryan Jones steht. Steht aber auch schon eine ganze Weile. Abseits nochmal. Spiel unterbrochen. In 6 Sekunden kommt Ryan Jones zurück und dann sind es noch eine Minute, über eine Minute Powerplay für die Haie. Sehr von Unterbrechungen geprägt, dieser dritte Abschnitt. Insgesamt auch nur noch 3 Minuten 40. Haie mit dem Bulli gewinnen. Wicklund wartet erstmal. Ryan Jones kommt jetzt zurück aufs Eis. Wird auch direkt mit reingehen. Ist seine Reihe mit Uvira und Zalewski. Zalewski auf der linken Seite für Wicklund. Wicklund wieder zu Zalewski. Jones schon wieder in Tornähe, wo er hingehört. Wicklund auf Zalewski, aggressiv, die Bozener da in Unterzahl. Auf eine Seite, da müsste man vielleicht mal Madajski anspielen. Wicklund jetzt mit dem Schuss, knapp links vorbei. Madajski sammelt auf der anderen Seite ein. Schuss, geht vorbei und Bozen mit der Befreiung und nur noch 20 Sekunden Unterzahl. Dann kommt Paul Geiger wieder zurück. Hey, wechseln nochmal. Timor drauf, also schon wieder reguläre rein statt Powerplay. Schön, wie sich der Genoa durchtankt. Nächste Strafe gegen Bozen. Ich habe ja gesagt, das wird man noch sehen, ob das passt. 3 Sekunden doppelte Überzahl. Vuol dire che, diciamo, perlomeno sta allenando il penalty killing, visto che abbiamo giocato gli ultimi 10 minuti praticamente in inferiorità numerica, qui lo sgambetto fischiato a Tony Bernard, e quindi 3 secondi di 5 contro 3, dopodiché altri 2 minuti praticamente interi di power play per il Colonia, con 2 minuti e mezzo ancora da giocare sul campo. Polygon for the Eye. Bozen jetzt wieder zu viert. Direkt drauf geblieben, Geiger. Schuss und Fangern safe. Irving gegen diesen Schlenzer von Morgan Ellis. Sie kommen da auch in diesem 6. Vorbereitungsspiel, die Haie, nicht so richtig in den Slot, nicht so richtig vor das Tor. Es ist und bleibt bisher noch das große Manko, auch wenn die Abläufe sonst schon wieder positiver stimmen. Da ist definitiv das meiste Verbesserungspotenzial. Befreiung Bozen erneut. 20 Sekunden dieser Überzahl sind verstrichen. Ellis nochmal hinten rum. Der geht fast gar nicht mehr vom Eis. Droppass auf Pfohl. Der rein gegen 3 bringt den Puck noch Richtung Schütz. Zurück zu Pfohl, an die Blaue. Und da ist jetzt Ginovay rüber zu Ellis. Ginovay will den Puck schon wieder. Ellis geht ein bisschen tief. Jetzt Positionswechsel mit Ginovay. Und das Tor Pinizzotto kurz dran. Dann geht es wieder an die Blaue. Wieder Ginovay, Schuss. Dann von Schütz in der Mitte. Und Pfohl nimmt auf. Schuss ging vorbei. Ellis. Ginovay, Direktabnahme. Zu ungenau. Rechts vorbei.
Weizmann nach der Befreiung zuerst an der Scheibe. 42 Sekunden noch, Überzahl, 1 Minute 10 noch. Das wäre schon ein kleineres Eishockey-Wunder, wenn die Haie hier noch siegreich vom Eis gehen sollten. Das Abseits. Und sogar als absichtlich ausgelegt, das hat Bulli vor Hannibal Weizmann. Letzte Minute. Läuft dann gleich auch. Bozen führt 4-1. Eine Minute noch, 30 Sekunden noch Überzahl, Haie. Entriamo nell'ultimo minuto di gioco, ancora 30 secondi di superiorità numerica per il Colonia, viene fatto allontanare dal punto di ingaggio crescente, ci va allora Mike Blunden. Tutta nel disco, Mike Blunden e poi Colonia riparte dalle retrovie. Ultimi 30 secondi con l'uomo in più per poter entrare Tony Bernard in questo infinito penalty killing giocato dal Bolzano. Colonia che imposta la scatola, Madajski, scivolare fino in fondo, ottima la copertura di Campbell che prova a liberare Crescenti, poi prova a cercare addirittura Blunden. Attenzione, Blunden recupera un buon disco, Frank prova a passare. Madajski ci ha messo la gamba, gli ultimi 25 secondi, Bolzano ha recuperato il quinto uomo sul ghiaccio. Bolzano che quindi va a trovare la sua seconda vittoria della pre-season dopo il 2-0 contro il Düsseldorf. È arrivato il 4-1 contro il Kölner Haie, una bella vittoria da parte del Bolzano che adesso, attenzione, si fa vedere ancora in avanti con Nordlund che, servito da Bernard, va un passo dal gol del 5-1, avrebbe rimpinguato il tabellino e forse anche magari si è rifatto dell'autogol. L'unico gol segnato dal Colonia, termina quindi la partita, Bolzano batte Colonia 4-1. Una bella prestazione da parte dei Foxes, un ottimo penalty killing soprattutto nel finale, e il Bolzano si porta a casa un bel successo che fa bene per il morale in vista soprattutto naturalmente della Champions League, perché lo ricordiamo, la prossima settimana Bolzano già adesso giocherà il mercoledì 29 agosto al Palaonda la sua prima amichevole casalinga contro il Valpusteria, primo match dell'Alperia Cup, un match che vedrà anche l'esordio tra virgolette del nuovo tabellone dell'impianto di via Galvani, e prossimo weekend di grande hockey al Palaonda, venerdì sera alle ore 19.45 arrivano gli svedesi dello Skellefteå IK, squadra svedese appunto per la Champions League, e sempre Champions League domenica 2 settembre arriverà l'IFK Helsinki per la seconda giornata del girone di Champions League. Oggi una bella vittoria, intanto c'è uno showdown rigori qui all'Ice Forum, shootouts per far divertire naturalmente i tifosi. Angelo Miceli, parte lui in questa serie di rigori. Miceli contro Weizmann, alto. Wir hatten es vorhin schon mal angekündigt, es gibt nach den Spielen heute jeweils noch ein Show-Penalty-Schießen, das am Ende auch Tiebreaker sein könnte. Beide Teams mit 5 Schützen. Micheli hatte da eben vergeben, jetzt Fabio Pfohl auf Kölner Seite mit dem Versuch. Und er versucht es durch die Beine von Irving, aber es gelingt ihm nicht. Tim Campbell allora sul ghiaccio adesso per il Bolzano. Tim Campbell contro Weizmann. Parte Campbell, finta, doppia finta, si porta il disco sul rovescio, buon movimento da parte di Campbell, ma bella parata di Weizmann. Campbell mit dem nächsten Versuch, hatte versucht Weizmann da auszutricksen, ist ihm nicht gelungen, der junge Kölner Torhüter ist das alles mitgegangen und konnte halten. Jetzt Ellis, der Verteidiger, mit einem Penaltyschuss, mal
sehen, was er sich überlegt. Versucht einfach den Schlagschuss zwischen den Hashmarks. Kein Problem für Irving. Weiter 0-0 in diesem Penalty-Schießen. Rigore abbastanza disinteressato, tra virgolette, da parte di Ellis, che ha provato lo slapshot senza sé, senza ma. Adesso Brett Finlay contro Weitzman. Terzo rigore per il Bolzano. Accelerazione di Finlay, che va a schiantarsi contro la traversa, anche contro il portiere. Weitzman che però ci mette il gambale. Aveva fatto un buon movimento Finlay, non è però riuscito ad alzare il disco. Ancora 0-0. Ja, Brett Finlay mit einem ähnlichen Versuch wie vorher Campbell, aber Weitzman wieder nicht zu bezwingen. Und für die Haie jetzt Kobe Genoway. Mit viel Tempo kommt er rein und dann Pokecheck von Irving. Stark von beiden Torhütern bisher das Penalty-Schießen auf jeden Fall. Eine Parata che non si vede tutti i giorni, questo Pokecheck, come diceva appunto Robert. Da parte di Irving. Adesso c'è Dan Catenacci per il rigore, il quarto per il Bolzano, ancora 0-0. Catenacci contro Weitzman, si ferma, mille finte e va a parare Weitzman. Provato a cercare il five hole, non l'ha trovato però perché ha chiuso bene i gambali Weitzman. Catenacci versucht durch die Beine, aber Weitzman erneut unbezwungen. Jetzt Lucas Dumont, der dieses Jahr eine größere Rolle bekommen soll im Haie-Kader. Und dem rutscht die Scheibe einfach vom Blatt weg, kriegt nicht mal den Schuss los. Das war sicherlich der unanstrengendste Penalty bisher für Irving. Und jetzt eigentlich die letzten Schüsse. Quinto rigore, Alex Petten. L'autore del gol del 4-1, applaudotissimo dal pubblico del Palaonda. Parata di Weitzman ancora. Niente da fare, non vuole entrare questo disco. Adesso ci va Zalewski. Ja, Petan, auch da dürfte Weitzman dran gewesen sein. Und Zalewski hat es jetzt auf der Kelle. Es dürfte für die Haie keine Rolle mehr spielen. Aber noch ein Erfolgserlebnis zum Abschluss. Zalewski vorn, Rückhand und dann hat er Irving ausgeguckt. Ja, ihr gewinnt zumindest das Penalty-Schießen mit dem knappsten aller Ergebnisse. 0-1 das Spiel allerdings geht an Bozen, 4-1. Da haben sich die Haie zu viel auf der Strafbank aufgehalten. Das konnte Bozen ausnutzen. Daran müssen die Haie arbeiten. Weiterhin die Strafbank wird zu oft besucht. Ansonsten viele Entwicklungen, die positiver stimmen. Im Vorbereitungsverlauf haben wir hier gesehen, die Spielzüge funktionieren ein bisschen besser. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, immer wieder mit Spielern, die vorher gefehlt haben, die dann reinrotieren zu lassen. Also Genoway zum Beispiel. Ja, da muss man noch ein bisschen abwarten. Das sollte sich noch positiver entwickeln. Ansonsten die Woche hier in Large sicherlich eine, die dem Teamgefüge gut getan hat, was man so hört. Für die Jungs geht's gleich in den Bus und dann ab nach Köln, genauso wie ich das gleich machen werde, ab in den Minibus und dann ab nach Köln. Und ja, ich denke mal, ich verabschiede mich schon mal von dieser Stelle. Robert von Heimspiel.de, kommt uns gerne besuchen, wenn ihr euch für die Haie interessiert. Wir haben einiges zu bieten, Online-Magazin, Live-Radio etc. pp. Und das letzte Wort überlasse ich der siegreichen Partei, also dem Luca. E quindi vi saluto anch'io ricordandovi nuovamente i prossimi appuntamenti: mercoledì 29 al Palaonda contro il Valgiusteria, l'Alberia Cup, poi venerdì e domenica, grande weekend, sempre al Palaonda di Champions League contro Skellefte, gli svedesi, e contro i finlandesi dell'Helsinki. Di FK è tutto per quindi questo pomeriggio all'Ice Forum di Laces per il match tra Bolzano e Colonia. Io vi ringrazio naturalmente per averci seguito, ringrazio Robert, anche Robert, e ci vediamo, ci risentiamo prossimamente.
sich wie ein Mädchen benehmen. Du musst dich mehr anpassen. Du musst was Sinnvolles aus deinem Leben machen. Bereits die Filme werden. Du musst endlich erwachsen werden. Du musst. Spiel Musik von meiner Playlist. Don't put me, 'cause I'm close to the edge.